Ich darf Sie recht herzlich zu einem neuen Video begrüßen. Wir befinden uns in Zeiten fieberhafter Parteineugründungen. Der ein oder andere wird jetzt fragen, was ist daran so besonders? Parteien sind immer in großer Zahl entstanden in der Bundesrepublik, aber sie sind immer auch ganz schnell wieder verschwunden. Nun, grundsätzlich kann man sagen, ist das Parteiensystem, das parlamentarisch repräsentierte, relativ stabil. In meiner Kinder- und Jugendzeit in den 1970er Jahren waren genau drei Parteien im Deutschen Bundestag vertreten und deren Wurzeln reichen bis ins 18. und 19. Jahrhundert zurück, nämlich CDU, CSU als Vertreter der bürgerlich-konservativen Bevölkerungsschichten und der christlichen Teile der Bevölkerung, die SPD als Erbe der alten Arbeiterbewegung und die FDP als späte Nachfolgerin des bürgerlichen Liberalismus, der ebenfalls seine Wurzeln im 18. und 19. Jahrhundert hat. Dann aber zu Beginn der 1980er Jahren änderte sich das parlamentarisch repräsentierte Parteienspektrum. Die Grünen kamen in die Parlamente, damals als politischer Arm der Bürgerrechts- und Umweltbewegung. Dann in den frühen 90er Jahren schaffte die Linke als vermeintliche Vertreterin ostdeutscher Interessen den Sprung ins Parlament, ich sage als vermeintliche. Und später dann 2013 entstand die AfD, die dann 4 Jahre später den Sprung in den Deutschen Bundestag schaffte. Also die Parteien waren eher dünn gesät, die den Sprung dauerhaft in die Parlamente geschafft haben. In den nächsten Monaten dürfte sich das aber stark ändern. Es sind einige Gruppierungen entstanden, die sehr erfolgsversprechend gestartet sind. Zunächst einmal das Bündnis Sarah Wagenknecht. Frau Wagenknecht hat sich bekanntlich von der Partei Die Linke abgespalten und diesem Scheidungsprozess ging eine längere Zerrüttung voran. Es setzte schon ein Entfremdungsprozess ein, der seine Wurzeln hatte in der Spaltung zwischen einer woken Linken und einer herkömmlich an den Interessen der kleinen Leute interessierten Linken. Das war eine große Kluft, die hat sich nicht schließen lassen. Unter woke Linken versteht man Persönlichkeiten, die vor allem an Themen wie Rassismus und Geschlechtlichkeit, Gender Mainstreaming etc. Interesse haben. Das ist natürlich nur eine sehr kleine Schicht der Bevölkerung, zumeist akademisch gebildete Leute, die sich hier in weltfremden Diskussionen ergeben. Zentral für diese Richtung sind die Aufgaben einer Sprachpolizei. Die ARD machte sich lustig kürzlich mit dem Begriff der gebärenden Person statt der Mutter, nicht? Das M-Wort in Anführungszeichen wird bald so verfemt sein wie das berüchtigte N-Wort. Sarah Wagenknecht hat ihre Gedanken schon vor einiger Zeit dargelegt in ihrem Buch Die Selbstgerechten. Ich komme noch einmal darauf zurück. Das Fass zum Überlaufen brachten wohl Auseinandersetzungen im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine. Die Mehrzahl der Linken, das Establishment der Linken, marschiert mit dem Hauptstrom und ist natürlich gegen Putin und ändert auch frühere Einstellungen gegenüber Putin, marschiert also in der Masse des Establishments mit. Das hat man im Übrigen schon im Zusammenhang mit der Corona-Krise erkennen können. Nur wenige Linke haben sich für die Bürgerrechte engagiert. Eine Ausnahme ist jetzt Andrzej Hunko, der jetzt auch zum Bündnis Sarah Wagenknecht gewechselt ist, auch er nahm an den Corona-Demonstrationen teil. Nun, das mögliche Erfolgsrezept von Sarah Wagenknecht besteht darin, dass sie linke und rechte Ziele miteinander verbinden will. Sie möchte also sozialpolitisch fortschrittlich sein, also sprich für vermehrte Umverteilungen einstehen und gleichzeitig eine restriktivere Migrationspolitik vertreten. Das ist ja kein Widerspruch. Frau Wagenknecht hat sich mehrmals
für den Bezugspunkt des Nationalstaates ausgesprochen. Im Gegenteil, wer glaubwürdig die Interessen der kleinen Leute vertreten will, der muss mehr oder weniger für eine restriktive Migrationspolitik eintreten. Mit anderen Worten, er muss die Migration drastisch begrenzen, denn diese Klientel der kleinen Leute, die stehen ja in vielfacher Konkurrenz zu den Neuankömmlingen, zu den Migranten, zu den Einwanderern. Nun, das Problem am Bündnis Sahra Wagenknecht ist, die Führerin der Gruppierung ist und bleibt eine überzeugte Sozialistin und schließt Gespräche mit der AfD aus. Sie möchte also gerade in diesem Punkt die Verbindungen mit dem Establishment nicht ganz kappen. Nun, einen anderen Weg geht eine Gruppierung, die demnächst erst als Partei entstehen wird. Das gibt es ja schon länger als Verein, nämlich die Werteunion. Sie wurde 2017 gegründet und sollte ursprünglich die CDU auf den Pfad konservativer Tugenden zurückführen. Das ist natürlich aus mehreren Gründen nicht gelungen. Zum einen werden das die vermerkelten Funktionäre verhindern. Zum anderen lässt es auch die Linksjournalie nicht zu. Medien sind ja überwiegend auf Seiten der politischen Linken. Es gäbe also einen Sturm der Entrüstung, wenn Herr Merz wirklich eine Wende herbeiführen würde, die er eigentlich gar nicht will. Also, so war die Werteunion, auch wenn es ihre Mitglieder nicht so gesehen haben, von Anfang an eine Totgeburt. Hans-Georg Maaßen möchte aus dem Verein Werteunion nun eine Partei machen und hofft, bürgerlich-konservative CDU-Wähler in größerer Zahl für sein Projekt zu gewinnen. Maaßen sieht die Union als neosozialistische Partei und, das kann ja jeder sehen, längst auch als Partei der Beliebigkeit, jedenfalls nicht mehr eine Partei, die sich auch nur im geringsten für bürgerlich-konservative Werte entscheidet. Noch aus einer anderen Perspektive ist diese Kraft interessant. Es gibt in Deutschland seit 1969, also seit den großen Umbrüchen im Zuge der Kulturrevolution, keine nationalliberale Partei mehr. Die FDP hat sich zur politischen Linken gewendet und im Prinzip ist sie das ja heute immer noch nach über 50 Jahren. Die Werteunion will nach Auskunft von Herrn Maaßen, dass sich der Staat mehr und mehr zurückzieht. Sie möchte keine Partei der Umverteilung sein, mit der Begründung, dass es schon viele Umverteilungsparteien gibt. In dieser Hinsicht unterscheidet sich die Werteunion nicht nur vom Bündnis Sahra Wagenknecht, sondern natürlich auch vom patriotisch-solidarischen Flügel der AfD. Denn anders als in ihrer Frühzeit hat heute dieser patriotisch-nationale Flügel der AfD die Mehrheit. Ursprünglich war es ja eine eher liberale Professorenpartei. Die Werteunion möchte auch das christliche Wertefundament wieder erneuern, das ja für die frühere Union einmal sehr bedeutsam ist. Hans-Georg Maaßen verweist auf den Personalismus, der ja aus der christlichen Soziallehre kommt, also die alte Synthese jenseits von reinem Individualismus und auch von Kollektivismus. Wie gesagt, Hans-Georg Maaßen kritisiert auch eine zu große Staatsfreundlichkeit der AfD. Aber das Interessante ist natürlich, er hält nichts von Brandmauern. Er möchte auch mit der AfD sprechen und das ist auch sehr begrüßenswert. Was bedeutet das jetzt nun aus Sicht der AfD, diese beiden Parteien? Nun, einerseits besteht natürlich Gefahr, dass sie einige Proteststimmen verliert. Nicht alle, die eine Proteststimme abgeben, schauen sich das Parteiprogramm an. Viele richten sich nach Medieneindrücken. Andererseits muss man aber sagen, bestehen auch große Chancen für die AfD, denn sie braucht ja, wenn sie mal Regierungsverantwortung übernehmen wird, in den allermeisten Fällen einen Koalitionspartner, denn alleine die absolute Mehrheit der Sitze wird sie kaum erringen können. Das muss man sagen, das ist realistisch.
Die Werteunion legt in allen Bereichen eine alternative Programmatik zur Union vor, insbesondere in den Bereichen Migration, Klimapolitik, Familien- und Geschlechterpolitik. Also in allen Bereichen versucht sie, den konservativen Teil der CDU wieder zu erwecken, allerdings außerhalb der Union. Eine weitere Parteineugründung rief in den letzten Wochen die Aufmerksamkeit der Medien hervor. Gemeint ist die DAVA, Demokratische Allianz für Vielfalt und Aufbruch. Vorsitzender ist ein Mann, der kaum präsent ist in den Medien, Tayfik Öcalan. Es handelt sich um eine Führungsschicht bei dieser Partei, die früher Mitglied der SPD war, die sich aber natürlich nicht wohlgefühlt hat dort. Man muss sich vorstellen, da auf der einen Seite die Vogue-Linken, auf der anderen Seite konservative Muslime. Das geht natürlich auf Dauer nicht gut. Also die DAVA will insbesondere eingebürgerte türkischstämmige Muslime ansprechen. Wie gesagt, es handelt sich um ehemalige SPD-Mitglieder, aber um politisch Aktive, die insgesamt natürlich auf der Basis des Islams wertkonservativ geprägt sind. Insbesondere die enge Verbindung zur AKP fällt auf. Manche monieren den Einfluss, den der türkische Präsident Erdogan gewinnt, oder zunehmenden Einfluss, er regiert ja schon jetzt in Deutschland heimlich mit, da einflussreiche Muslime ja mittlerweile in fast allen etablierten Parteien sitzen. Die Programmpunkte sind eher konservativ bezüglich des Themas Ehe und Familie. Man ist sozial fortschrittlich, aber man gibt sich auch ein islamisches Profil und möchte insbesondere die vielen türkischen Kulturvereine in Deutschland fördern. Nicht ganz zu Unrecht hat man von einer AfD mit Migrationshintergrund gesprochen. Das müsste man natürlich etwas differenzieren, ganz stimme ich da nicht überein, aber die grobe Richtung ist damit schon mal angezeigt. Allerdings werden auch die Probleme der neuen Gruppierung offenkundig. Sie besitzt kein bekanntes Personal, anders als das Bündnis Sahra Wagenknecht und anders als die Werteunion. In manchen Bereichen besteht keine klare Aussage, etwa zum Ukraine-Krieg, wenn man das Programm liest. Und da kommt noch ein Punkt dazu. Die türkischstämmigen Migranten sind innerhalb der türkischen Community eine immer stärkere Minderheit, insbesondere seit 10 Jahren. Infolge der neuen Migrationsströme seit 2015, 16 kommen immer mehr Muslime aus dem arabischen Kulturraum. Und auch aus diesem Grund sind die Wirkmöglichkeit der neuen Kraft begrenzt. Nun, ich möchte schließen dieses Video mit einem sehr interessanten Satz, mit einer sehr interessanten Passage aus Sahra Wagenknechts Schrift Die Selbstgerechten. Nun, sie verweist auf einen idealtypischen Zustand, den es anzustreben gilt, der sozusagen das Ziel der Politik sein sollte, auch wenn dieser Zustand, ich gebe es zu, im Moment unrealistisch ist. Wagenknecht schreibt, ich zitiere, Demokratien können nur funktionieren, wenn alle in der Bevölkerung relevant vertretenen politischen Meinungen auch eine öffentliche Stimmung haben, was mediale Vielfalt voraussetzt. Darüber hinaus muss es gemeinsame Diskursräume geben, in denen Argumente ausgetauscht und gegeneinander abgewogen werden. Zitat Ende. Wir wissen, wir sind im Moment weit davon entfernt, einen solchen idealtypischen Zustand vorzufinden. Aber es bleibt uns die Möglichkeit, daran zu arbeiten, dass er in Zukunft bestehen wird.